Staatsanwaltschaft legt Revision ein. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat fristwahrend Revision eingelegt gegen das Urteil der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Magdeburg vom 13. Dezember im Verfahren gegen den seinerzeitigen Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Dessau, Andreas S. Zwar wurde der Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, doch hatte die Schwurgerichtskammer es zuvor aber abgelehnt, die zutage getretenen Verstöße gegen das Polizeigesetz und die Gewahrsamsordnung unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Freiheitsberaubung mit Todesfolge in seine rechtliche Prüfung mit einzubeziehen. Damit möglicherweise auch diese Umstände von Orialos ebenso tragischen wie furchtbaren Tod, der unbedingt hätte vermieden werden müssen, noch näher geprüft und rechtlich bewertet werden können, hat sich die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau entschieden, auch gegen das Magdeburger Urteil Revision einzulegen. Ob die Revision tatsächlich durchgeführt werden wird, bedarf noch der späteren Prüfung. Sollten die übrigen Verfahrensbeteiligten das Urteil, so wie es gefällt wurde, akzeptieren, würde die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau sehr genau prüfen, ob sie die heute eingelegte eigene Revision aufrechterhielte.